Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, mein Urlaub ist leider vorbei, beziehungsweise ein paar freie Tage. Und ich habe schon wieder alles vergessen, wo wir jetzt eigentlich stehen geblieben sind. Nein, nicht ganz so schlimm. Ich weiß noch, dass wir hier im Haus sind, wobei ich dazu sagen muss, ich habe mich jetzt wieder ins Haus geportet. Ich bin nämlich hier rausgeflogen, nachdem ich mich ausgelockt habe. Und ich hatte zwischendurch offline... Achso, da ist es. Oh, ist das laut. Ich hatte zwischendurch offline mal ein paar Sachen hier angeguckt, beziehungsweise weitergebaut. Regale brauche ich nicht unbedingt. Ja, könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen leiser machen hier? Meister, gebräunte Handwerker, Grillspieße, luftiges Omelett. Oje, oje, was hat das denn jetzt alles damit zu tun? Prächtiger Talisman. Lerne prächtige heilige Talismane herzustellen. Das wird dir auf deinen Abenteuern von Nutzen sein. Hebt eine zufällige Schwächung auf. Gewinderobe. Wird die Bewegung. Schleichrobe. Gefriertank. Oh Moment. Elementarer. 60%. Ist natürlich auch nicht so günstig. Was ist das? Es kann immer nur ein Gericht verwendet werden. Ja, das scheint also tatsächlich Buffo zu sein. Die Frage ist nur, wie lange hält das Ganze? Das würde ich gerne mal wissen, bevor ich sowas analysiere. Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz plus 500. Natürliche Regeneration der Kampfressource plus 8. Intelligenz, Geschicklichkeit, Stärke und nochmal Vitalität höher. Tja, könnte sein, dass das nicht schlecht ist. Ich weiß es nicht. Ich setze das jetzt einfach mal in die Forschung rein. Ich habe doch keine Ahnung. Dann haben wir noch etwas abgeschlossen. So. Hier mache ich immer die automatische Formation. Übrigens, wenn euer Begleiter hier drin ist, das ist nicht schlimm. Das habe ich schon ausprobiert. Der kommt nämlich trotzdem weiterhin mit euch mit. Ja, so wirklich hoch haben wir hier eigentlich nichts. Das war jetzt das Höchste, was wir aktuell haben. Dann nehmen wir das erstmal. So, und dann haben wir noch den niedlichen Felix. Der hat anscheinend noch eine Aufgabe für uns. Euer Lordschaft, könntet ihr bitte ein weiteres Gebäude hier vorne hinzufügen? Warum willst du ihm eine Lektion erteilen oder so? wie? Ihr könnt im Designmodus machen. Nutzt die Maus mit der linken Maustaste, um auf einen leeren Platz zu klicken und es ungehindert zu installieren. Hehe, werdet ihr mir meine Bitte gewähren? Ich habe jetzt irgendwie, wieso nutzt die Maus, linke Maustaste? Belohnungen, die Sachen haben wir schon alle. Okay. Ja, dann war das wohl doch keine so richtige Quest. Also, Steuerung 1 soll ich erstmal machen, steht da. Dann wähle die Werkstatt. So. Gebäude. Was man mit der Herstellung fort... Ja, ich will aber nicht mit der Herstellung fortfahren. Kampfgegenstand Bombe. Was? Wie? Wo? Granate? Kampfgebäude. Orientierungspunkt im Garten. Zäune? Ne, das sind Mauern. Kleiner Brunnen. Oh. Das ist doch schön. Bringt uns nichts, aber das stellen wir mal einfach her. So, das dauert jetzt allerdings eine Stunde. Moment, Bauernhof. Oh, da kann man auch Kampfgegenstände, Schiffsteile. Da kann ich noch nichts mitmachen, okay. Kann ich überall eigentlich noch nichts mitmachen. Gebäude, stelle etwas her, was du hinzufügen möchtest. Ja, ich habe ja eigentlich genug, was ich hinzufügen könnte. Hier war der Lagerwächter. So, ich, keine Ahnung. Nehm mal eine Hütte mit. Was weiß ich. So, links, wenn ich jetzt nur ziehen und ablegen. Achso. Nein, ich will ihn nicht zerstören. Danke. Verwenden. Ein Gebäude registrieren. Registrierte Gebäude können in der Gebäudeliste im Designmodus benutzt werden. Okay. Keine Ahnung, ob das richtig war. Hütte erhalten.
das ist mir schon wieder etwas zu kompliziert hier gerade. okay. Und das kann ich jetzt nicht reinziehen. Okay. Das doch, jetzt. Kann man das irgendwie drehen oder so? Nee. Zack. Ach, jetzt kann ich es drehen. Okay, Q und E. Wieso kann ich das nicht so drehen? Hallo? Euer Ernst? Wieso kann ich das nicht drehen? Na gut. Anwenden. Ja. Keine Ahnung. Wir lassen das mal so. So. Ich habe etwas hergestellt und... Oh, das ist aber irgendwie viel größer, als ich jetzt gedacht habe. Eigentlich habe ich das abgeschlossen, Kleiner. Kriege ich jetzt nichts dafür? Hallo? Ich sollte das Gebäude errichten, um das Felix gebeten hat. Ja, er hat ja eigentlich um nichts gebeten, deswegen... Tja, anscheinend reicht das nicht, hier einfach was zu bauen und hinzustellen. Anscheinend, ja, vielleicht muss ich das eine ja auch zu Ende machen oder was, ich weiß es nicht. Das war nur die Erinnerung, okay. Dann gehen wir erstmal hier raus, weil das bringt ja alles nichts. Einmal spielen. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Damit kannst du leichter durch Luterra reisen. So. Das ist die Hauptquest. Wir wollen aber erstmal mit den Leuten sprechen. Hallo. Genießt du deine Abenteuer? Ich glaube, das waren gar nicht die Leute, mit denen ich sprechen soll. Ich bin hierher gekommen, um dir aufregende Neuigkeiten mitzuteilen. Und was sind das für aufregende Neuigkeiten, fragst du? Es ist der große Preis von Akesia. Wir veranstalten ein Überraschungsevent für die Abenteurer, die hart für Akesia gearbeitet haben. Hast du Interesse? Was für ein Event ist das denn? Oh, it seems your combat level is not enough. Hallo, wieso geht das jetzt alles auf Englisch? For the safety of the race, only adventures with combat level 30 or above can participate. Okay. Ja, dann... Tschüss. Doofe Kuh. So. Keine Ahnung, warum das jetzt... Ach, da unten sind noch welche. Okay. Warum das jetzt auf einmal auf Englisch war, das hat mich gerade voll irritiert. Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass mein Level zu klein ist. Also ich soll Level 50 sein vorher. Was ist denn dieses komische Rosane hier eigentlich? Ich hörte, der Sohn des Regenten sei... Bist du das? Beziehung eintauschen. Wie Beziehung eintauschen? Hallo? Stein der Bindung. Boah, ich habe schon 833, kann es aber noch nicht eintauschen. Wollt ihr mich veräppeln, weil ich 2500 brauche? Ja, sehr edler Blumenstrauß, Kartoffel. Eieieiei, okay. Gut, aber wissen wir jetzt zumindest schon mal, was das ist. Dann... Dies ist die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Ja, ja, du mich auch. Ist denn hier irgend da oben? War doch was. Karten umtauschen. Ich will aber die Karten nicht umtauschen. Aber wir gucken trotzdem mal kurz. Geheimkarte zum Eintauschen. Okay. Na gut, hat uns jetzt mal wieder gar nichts gebracht. Aber wir wissen zumindest schon mal... überhaupt nicht weiter. Also es gibt wohl Geheimkarten, die man da eintauschen kann. Was ist das hier? Jo. Sehr unterhaltsam. Wir setzen von mir große aus. Erwartungen in ihn. Ist es nicht ein wunderbarer... Oh, ich hab jemanden gefunden. Seine Majestät Thyraine könnte sich ändern. So wie Schericht. Den Osten unterstützen? Wirkt sich das auf meine Steuern aus? Bitte? So, ich soll ihm Bericht erstatten. Ist er denn noch hier oben? Frische Blumen! Zeigt euren Liebsten! Nein, 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 da wollte ich... Wenn es in der Taverne nach einem langen Arbeitstag endlich ruhig ist. Nein, 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 da wollte ich doch gar nicht rein. Wenn man denn einfach auf die Karte guckt und weiterreitet, dann passiert sowas. So, Bericht erstatten ganz oben. Ah, okay. Ich sehe es.
Okay, dann machen wir das nämlich als erstes, bevor wir jetzt da mit der Hauptquest weitermachen. Aber hier ist so viel los. Ich hörte, der Sohn des Regenten sei. Oh je. Ja, diese Triporter, die hatte ich übrigens offline schon mal freigeschaltet. Also nicht wundern, warum die schon alle aktiviert sind jetzt. Geradeaus. Übrigens, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber wenn ihr die rechte Maustaste, also in meinem Fall die rechte, gedrückt haltet, dann läuft die, euer Char auch weiter. Und ich glaube, mit der Tab-Taste war es, da konntet ihr dann ja auch automatisch laufen. Wir fangen gerade erst an. Interessant. Ich verstehe, warum sie so nervös sind. Ich würde mein Volk gerne beruhigen, aber es ist auch wichtig, ein stabiles Fundament für unseren Staat zu schaffen. Ich muss darüber nachdenken, wie ich beides gleichzeitig hinbekomme. Danke, dass du sie für mich angehört hast. Kein Thema, kein Thema. Können wir da noch irgendwas machen? Nein, gar nichts. Schade. Na gut. Aber er scheint ja schon in mich verliebt zu sein. Es kommen ja schon überall rosa Herzchen oben drüber. So, okay. Wenn ich jetzt noch rauskomme. La 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 la. Warum müssen die Wege immer so lang sein? So, du bist die Hauptquest. Ich werde als Hauptmann der königlichen Wache bis zum letzten Atemzug an der Seite Ihrer Majestät sein. Es ist mir eine Ehre, neben einer furchtlosen Ritterin wie dir zu kämpfen. Lutera ist aus der Asche emporgestiegen, noch stärker als je zuvor. Es wird in der Geschichte nie wieder einen Fall der Burg Lutera geben. Und seine Majestät plant, die Prüfungsarena bald wieder zu eröffnen, damit du für mehr Ehre und bessere Fähigkeiten trainieren kannst. Ich würde gerne solch großartige Ritter wie dich dort kämpfen sehen. Willst du nicht zur Arena gehen und die Anlage untersuchen? wo soll denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Ach so, da oben. Nee. Doch, zur Prüfungsarena. Okay. Ich würde aber fast sagen, dass wir erstmal die Ratgeberquest machen. Ich sehe nämlich gerade, die haben wir auch noch. Weil die dürfte eigentlich schneller gehen als die Hauptquest. Die habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Und dann haben wir noch das. Ah nee, das eine, das ist Musik, die Sache mit hat der die Werkstatt. Macht, dein Herz okay. zu heilen. So, da bist du. Sei gegrüßt, Abenteuerin. Hey, du siehst gar nicht gut aus. Ah, du bist erschöpft, da du so viele Leben gerettet hast, stimmt's? Und du hast es satt, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Dann solltest du dich vielleicht einer Gilde anschließen. Ja, habe ich schon gemacht. Wie viel weißt du über die Abenteurergilde von fern? Gar nichts. Ich weiß nicht. Es ist eine Gilde, die Einfluss auf jeden Abenteurer in Arkesia hat. Auch die Abenteurergilde war einst eine kleine Organisation, um Abenteurer auszubilden. Aber jetzt unterstützen sie Abenteurer in ganz Arkesia und auch die Aktivitäten unserer Gilden. Die Abenteurergilde stellt derzeit Gildenaktivitätsmittel zur Verfügung. Du solltest also gleich mit Gildenaktivitäten loslegen. Wie kann ich da beitreten? Öffne das Gildenmenü, indem du Alt plus U drückst. Danach siehst du eine Liste der empfohlenen Gilden. Sende eine Beitrittsanfrage an eine Gilde, die dir zusagt. Natürlich kannst du auch nach einer Gilde suchen. Du kannst nach dem Gildennamen oder den Gildeninfos suchen. Wenn du dir noch immer nicht sicher bist, kannst du die Gilden, die nach Mitgliedern suchen, um eine Einladung bitten. Oh, und hier ist mein persönlicher Tipp nach meinen Erfahrungen mit vielen Abenteurern und Gilden. Nachdem du einer Gilde beigetreten bist, spende. Du kannst Silmael-Blutsteine als Belohnung für Gildenspenden erhalten. Pflichtbewusste Anwesenheit und Spenden sind grundlegende Manieren für Gildenmitglieder. Und es ist das Grundprinzip einer Gilde, Gildenaktivitäten zu belohnen. Ja, ich verstehe, weil das hatten wir alles schon. Schließe dich jetzt einer Gilde an und nimm eine Gildenspende vor. Gewöhnliche Spenden werden dich am geringsten belasten. Du kannst Sylmael-Blutsteine als Belohnung für deine Spenden erhalten.
Nur zu, ich werde dich damit einen attraktiven Gildenzuschuss belohnen. Ja. Das Problem ist nur, ich kann ja keiner Gilde mehr beitreten, weil ich bin ja in einer Gilde. Das haben sie echt toll gemacht. Ich könnte nochmal spenden. Die Frage ist jetzt nur, funktioniert das oder funktioniert das nicht? So, ich habe nochmal einen Blutstein erhalten. Ich kann halt nur jemandem beitreten. Ja, das ist jetzt natürlich mein privater Account, ist Gildenmeister. Das war übrigens eine andere Quest, sehe ich jetzt gerade. Zeigt aber auch nichts an. Ich könnte jetzt rein theoretisch nochmal aus der Gilde austreten und mich dann nochmal aufnehmen lassen. Was natürlich blöd ist, weil ich dann wieder warten muss, bis ich dann die Vorteile von der Gilde erhalte. Ja, bleibt mir aber anscheinend nichts anderes übrig, als das zu machen. Sprich mit dem legendären Abenteurer. Moment, oder kann ich das jetzt abschließen? Gut, das war ein Kinderspiel für dich. Du hast sogar gespendet, damit die Gildenmitglieder von dir erfahren. Die Arkesia-Gilde hat jedoch eine Faustregel. Du bist 3 Tage lang nach dem Beitritt ein neues Gildenmitglied. Also kannst du erst nach 3 Tagen, 72 Stunden, Gildenaktivitäten ausführen. Sieh es als eine Art Training. Wenn du ein reguläres Gildenmitglied wirst, hast du bestimmt viel Spaß mit den Gildenaktivitäten. Dabei kannst du die seltenen Samael-Blutsteine erhalten. Blutsteine? Ja, hast du von den Sylmael-Blutsteinen gehört? Sie sind eine sehr seltene Ressource und nach dem Großen Krieg aufgetaucht. Die Kraft des Blutsteins wird noch erforscht, er ist aber bereits sehr wertvoll. Das Hauptziel vieler Gilden sind die Sylmael-Blutsteine. Gilden sammeln Sylmael-Blutsteine bei verschiedenen Aktivitäten. Den Gildenrichtlinien zufolge werden die gesammelten Gildenblutsteine unter allen Gildenmitgliedern aufgeteilt, die zur Gilde beigetragen haben. Was muss ich zur Gilde beitragen? Das siehst du im wöchentlichen Beitrag. Die Mitglieder sehen sich deinen wöchentlichen Beitrag zur Gilde an. Wie erhöhe ich den Beitrag? Deine Anwesenheit und die Gildenspende gehören zu den einfachsten Dingen, die du tun kannst. Hast du dir die Liste mit den wöchentlichen Zielen angesehen? Es ist Unas Aufgabe für deine Gilde und wurde von den Gildenverwaltern bestimmt. Du kannst eine beliebige Aufgabe aus der Liste mit den wöchentlichen Zielen auswählen und sie abschließen, um deinen Beitrag zu erhöhen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Erwarten dich außerdem persönliche Belohnungen. Das alles solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Gibt es Gildenkriege? Ich habe von Gilden... Ja, Gildenforschung. Ja, richtig. Du unterstützt die... Gildenforschung, um die Forschungszeit zu reduzieren. Gildenforschung ermöglicht es dir, in Beherrschungen und Raids mehr Taktiken anzuwenden, mehr Unas Aufgabequests zu erfüllen und Sylmael Blutsteine gegen bessere Gegenstände einzutauschen. Okay, ich verstehe. Oh, ich Dummerchen, das Wichtigste habe ich vergessen. Die Sylmael Blutsteine, die du aus Gildenaktivitäten erhältst, können beim Händler für Sylmael Blutsteine gegen hilfreiche Gegenstände eingetauscht werden. Hier ist der Zuschuss, den ich vorhin erwähnt hatte. Um diese Sylmael-Blutsteine sind ein Geschenk von mir. Wenn du Zeit hast, schau doch beim Händler für Sylmael-Blutsteine vorbei. Ich sag's dir, die Gegenstände, die du beim Händler findest, werden dich aus den Socken hauen. Naja. Ich war mal da, aber naja. Drücke M, suche einen Händler für Blutsteine. Ah, da unten ist das, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, keine Ahnung. Da ist aber irgendwas mit Würfel. Ruhm seiner Majestät, thy reign. Komme ich denn jetzt zu den Typen? Da. Ah, sie glänzen wunderbar. Wie es der Name schon verrät, verstärken Fähigkeitssteine deine Fähigkeiten. Es wäre toll, wenn alle Gravureffekte deine Fähigkeiten ausschließlich erhöhen würden. Aber da diese Steine ziemlich instabil sind, werden sie immer einen Nebeneffekt haben, der deine Fähigkeiten reduziert. Das Endergebnis hängt immer vom Fähigkeitsstein und dem Schleifen ab. Es ist jedoch zweifellos ein großer Vorteil, wenn du ihn ausrüstest. Muss ich sie nur ausrüsten? Du kannst sie nicht einfach so ausrüsten. Zuerst musst du deinen Fähigkeitssteinmetz aufsuchen und ihn schleifen.
Mit anderen Worten, Fähigkeitssteine können erst ausgerüstet werden, wenn sie vollständig geschliffen und aktiviert sind. Vollständig geschliffen? Wenn du dir die Fähigkeitssteine genau ansiehst, kannst du ihre Adern erkennen. Jedes Mal, wenn du einen Stein schleifst, erhöht sich die Aktivierungsstufe um 1. Sobald du die Knoten auf das Maximum erhöht hast, erwacht die Kraft des Steins. Du kannst ihn endlich ausrüsten. Verstanden? Nö. Aber ich sag mal, ich verstehe. Dann lass mich dir eine Frage stellen. Tragen alle Fähigkeitssteine die gleichen Effekte in sich? Nein. Richtig. Sie verfügen über Gravureffekte, die auf der Oberfläche eingraviert sind. Das ist bei jedem Stein anders. Und selbst wenn es die gleiche Art von Stein ist, wird sich das Endergebnis je nach Aktivierungsstufe des Gravureffekts unterscheiden. Da Fähigkeitssteine so viele verschiedene Effekte haben, kannst du also unendlich viele sammeln und schleifen. Was musst du nochmal tun, um die Kräfte eines Fähigkeitssteins zu nutzen? Ich schleife ihn, ne? Richtig! Jeder Fähigkeitsstein hat unterschiedliche Gravureffekte und Adern. Also musst du den Stein fertig schleifen, um ihn ausrüsten zu können. Wo kann ich die Fähigkeitssteine schleifen? Du musst die Fähigkeitssteine einfach nur zu einem Fähigkeitssteinmetz in deiner Stadt bringen. Das Inventar öffnen. Wenn du einen Fähigkeitsstein hast, kannst du mit dem Fähigkeitssteinmetz reden und ihn schleifen. Du kannst Fähigkeitssteine auf verschiedenen Wegen während deines Abenteuers erhalten, darunter Unas Aufgaben. Lass mich dir deinen ersten Fähigkeitsstein geben, damit du loslegen kannst. Okay. Wenn du einen Fähigkeitsstein bei dir hast, sprich mich an, um ihn zu schleifen. Ach so, er ist der Typ, oder was? Ach so. So, Stein der Geburt. Haben wir nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt normales Silber, denke ich mal. Ne? Notfallrettung. Standhaftigkeit. Erlittener Schaden verringert sich proportional zum TP-Verlust. Nach Einsatz einer Bewegungsfertigkeitsschaden außer wenn du tödlichen Schaden erleidest, wirst du 3 Sekunden lang unverwundbar und regenerierst 50% des in dieser Zeit. Okay. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Angriffskraft plus 0,3 für 6 Sekunden. Plus 5% Frontalschaden. Das hört sich aber auch nicht schlecht an. Das ist wieder Abklingzeit. Ich würde sagen, das mit dem Frontalschaden, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Können wir das jetzt einfach so... Ja, können wir, haben wir schon gemacht. Okay. Zack, 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 zack. Zack. okay. Und nun? Verlassen. 4-mal geschliffen. Jeder macht mal Fehler. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so positiv an, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. So, probiere Gravuren aus. Der legendäre Abenteurer... Achso. Großartig. Sobald das Schleifen abgeschlossen ist, leuchtet der Fähigkeitsstein hell auf. Ein geschliffener Fähigkeitsstein verleiht dem Träger seine Kräfte. Probiere ihn unbedingt aus und lasse ihn nicht einfach im Inventar liegen. Wenn du einen Fähigkeitsstein nicht ausrüsten möchtest, kannst du ihn jederzeit zerlegen. Zerlegte Fähigkeitssteine hinterlassen mysteriöses Pulver, mit dem du eine Steintruhe kaufen kannst. Also sind selbst Fähigkeitssteine, die du nicht magst, in gewisser Weise nützlich. Okay. Wieso habe ich jetzt so viele davon? Moment, Verteidigungsverringerung. Irgendwie kommen mir die jetzt alle nicht so wirklich gut vor. Moment, aber das ist ja quasi alles das Gleiche. 0 bis 6, Schleifesuche 6. Ja, keine Ahnung. Also ich zerleg mal alle bis auf einen erstmal. Zack.
brauchen wir ja auch. So, und dann ausrüsten. Wie schleifen erforderlich, hä? Ich habe das so gerade geschliffen. Du kannst nur geschliffene Fertigkeiten. Wollen die mich jetzt veräppeln? So. Angriffskraft. Hä? Och nee, oder? Okay, ich verstehe, was gerade passiert ist. Aber ich verstehe dann irgendwie nicht, was das mit dem... Ja. Abgeschlossen? Achso, das kann ich abschließen. Sehr gut. Ich verstehe allerdings nicht, was das jetzt damit auf sich hatte, weil da ja alles die gleichen Fähigkeiten drin standen. Also da muss ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit schlau machen. Oh wow, du hast eine wirklich gute Ausrüstung. Ich schätze, es wird Zeit, dass du das Ausrüsten von Gravuren erlernst. Gravuren sind das Highlight der Ausrüstungsverstärkung. Hast du etwas Zeit? Eigentlich nicht, aber dann überziehen wir die Folge halt ein bisschen. Ich kann es dir jetzt erklären. Weißt du, wie man einen Gravureffekt aktiviert? Nein? Achso, doch. Fähigkeitssteine schleifen? Ja, du musst einen Fähigkeitsstein schleifen und 5 oder mehr Kraftaderpunkte sammeln. In den meisten Fällen kannst du jedoch mit dem Fähigkeitsstein allein nicht so viele Kraftaderpunkte erhalten, wie du gerne möchtest. Dann rüstest du deine Gravur aus. So erhältst du die zusätzlichen Kraftaderpunkte, die du brauchst. So funktioniert also eine Ader auf einer ausgerüsteten Gravur. Ja, die Kraftader auf dem Fähigkeitsstein kombiniert mit der Ader auf dem ausgerüsteten Gravur. Auf dem ausgerüsteten Gravur, ich kann heute nicht mehr lesen, bestimmt die Wirksamkeit. Wie rüste ich Gravuren aus? Das ist nicht sehr schwer. Die Gravuren müssen alle gesammelt und aktiviert werden, bevor du sie ausrüsten kannst. Du sammelst und aktivierst die Gravur. Verschiebst das Gravursymbol vom Gravureffekte-Fenster in das Charakterprofilfenster und platzierst es im Gravurplatz. Oder du öffnest einfach das Gravureffekte-Fenster und machst einen Rechtsklick auf Gravur. Beachte, dass du gleiche Gravuren gleichzeitig ausrüsten kannst, wodurch Kraftadern auf identischen Gravuren zusammengezählt werden. Uff, das war alles, was ich dir sagen wollte. Hast du noch Fragen? Nein, ich denke nicht. Je nachdem, wie du deine Gravuren eingerichtet hast, wirst du im Kampf entweder sehr gut oder ziemlich schlecht abschneiden. Denke immer daran, die richtigen Gravuren auszurüsten, um die Chance zu deinen Gunsten zu wenden, okay? Okay. Ich habe keine Ahnung. Äthertropfen-Gravuranleitung. Kann ich nur verwenden? Kannst 3 Aktivierungspunkte durch diesen... Kannst du den... Okay. Wenn ich das jetzt verwende, dann ist es weg, ne? gebündelt einsetzen. Ich versuch's einfach mal. Ich habe es jetzt einmal verwendet. Ich habe noch keine Ahnung, wofür. Auf dem hier oder nicht auf dem hier? Ich weiß es nicht. Da unten haben wir jetzt die Sachen mit den Gravureffekten. Wenn ich das jetzt reinlege. Achso, ja, das muss ich erstmal schleifen, genau. Wobei ich das jetzt mit der Gravuranleitung noch nicht so ganz verstehe. Moment. 1 von 20 steht da aber. Chaos Dungeon Würfel. Moment, Würfel habe ich doch vorhin gesehen. Da gucken wir jetzt mal eben, ob wir da irgendwas mit machen können. Ruhm seiner Majestät, thy reign. Interagieren. Du musst die Quest Ratgeber zu Würfel abgeschlossen haben. Okay. Okay, was ist mit dem Turm hier? Turm betreten. Betreten nicht möglich. Ab Kampfstufe 5. Okay, was ist das? Bossrausch? Keine Ahnung. Das klingt irgendwie so nach Raid oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Okay. Möchtest du vielleicht ein Lied hören? Nein, möchte ich nicht. Aber ich gucke gerade nochmal auf die Uhr und würde mich ehrlich gesagt für heute gerne mal verabschieden. Es war doch eine sehr verwirrende Folge gerade. Ich habe das mit den Gravuren ebenfalls nicht so ganz verstanden. Also ich habe es schon verstanden,
Aber dann diese Bücher habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was ich damit machen soll. Deswegen, ja, da muss ich dann privat noch mal ein bisschen gucken. Das mache ich dann offline. Ihr habt auf jeden Fall jetzt die Erklärung dazu gelesen. Und wenn ich dann das Ganze ein bisschen besser verstehe und auch angewendet habe oder anwenden möchte, dann werde ich das auf jeden Fall auch noch mal in einer Folge machen, damit das Ganze ein bisschen besser erklärt ist. Ja, bis dahin bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als erstmal diese Folge zu beenden. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zu dieser Prüfungsarena und machen dann mit der Hauptquest weiter. Bis dann. Ciao.